Ursula Wölfel schreibt: Ich möchte, dass meine Geschichten für Kinder so sind, wie das, was man wirklich erlebt. Ursula Wölfel ist eine bekannte Kinderbuchautorin. Sie hat viele Kinderbücher geschrieben. Im Buch 20 Lachgeschichten gibt es lustige und nicht besonders lustige Geschichten. Möchtest du eine Geschichte aus diesem Buch hören? Einmal hat der Vater zum Kind gesagt: Bitte lauf doch schnell zur Post und kauf 30 Briefmarken. Und die Mutter hat gesagt: Kauf beim Bäcker 3 Rosinenbrötchen. Es war gar nicht weit bis zur Post, aber die anderen Kinder haben auf der Straße gespielt. Das Kind hat auch ein bisschen mitgespielt. Dann ist es zur Post gelaufen. Es hat 3 Briefmarken gekauft. Dann ist es zum Bäcker gelaufen. Es hat 30 Rosinenbrötchen gekauft. Eine ganze Tragetasche voll. Das Kind konnte sie kaum tragen. Der Vater hat gelacht und gerufen: Jetzt muss ich Rosinenbrötchen auf meine Briefe kleben. Und die Mutter hat auch gelacht und schnell Kaffee gekocht. Und sie haben Rosinenbrötchen gegessen, bis sie Bauchschmerzen hatten.